Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ostseeküste im Projekt 2 gegen 1 mit mir und dem lieben Austra TV Moin. und dem lieben Fabi. Hallöchen, wer macht hier irgendwas, was Ja, leckt? also hatte ich jetzt auch gerade. Wahre Häcksler. Häckselwagen. Reggie, dann bist du das, eindeutig. Ah! Ha! Ja, ach, der ist einfach mit einem Frontgewicht zu lang nach vorne raus. Kuppel ich das Frontgewicht ab, komme ich auch wieder auf den Berg drauf. So, auf jeden Fall, Leute, werden wir vielleicht nicht in dieser, aber in der nächsten Folge werden wir fertig mit Düngen, wollte ich sagen, genau, mit Düngen. Excel. Mit Hexen. Das Problem ist, ich will gerade eben sagen, ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich hätte mein großes Feld auch mit grünen Roggen gleich ansehen müssen. Aber ich habe nicht gedacht, ob das so effektiv ist und und. Aber spielt ja keine Rolle. Ist ja nicht ein großer. Deshalb wird, denke ich, jetzt mal ein, zwei Tage die BGA ausfallen. Schade, aber naja, was sollen wir machen? Naja. Auf jeden Fall bin ich jetzt dran, die guten Schafe am Füttern. Die fressen ja fast nichts, Leute. Obwohl, dass wir, ich habe vorhin kurz drauf geguckt, wir haben 150 Schafe mittlerweile. Stattlich. Und bei euch so? Ja, also wir brauchen ja gerade eine Stunde bei dem Feld. Haben wir noch ein Feld? Ja, ich muss nachher sowieso ansehen, das ist auch kein Ding. Ja, und dann haben wir 17 Hektar zum Ansehen. Und naja, ich sag mal noch knapp Tieflockern. 11 zum Tiefenlockern, ja. Also 89 Minuten, das heißt, ich habe für das andere Feld 3 Hektar knapp 60 Minuten gebraucht zum Tiefenlockern. Und ich bin noch nicht fertig. eigentlich stehen bleibe ich noch 60% erst. Ja, stimmt. Anker werfen. Ja, lohnt sich das, dass ich hier nochmal ein bisschen schiebe auf dem Silo? Nee, nicht wirklich. Komm, wir lassen das jetzt so. Wir fahren jetzt hier noch, weiß ich nicht, zwei, drei Hänger drauf auf das eine Silo. Dann fangen wir den zweiten an. Polyten. 13, 13 mittlerweile. Leute. Wir können gleich mal gucken, was wird denn das gehandelt? Es Ich wollte ist gerade nicht. sagen, sollen wir mal gucken Hä? mit einem weiteren Feld oder so. Aber es bringt uns eh nichts, außer es ist angesät, weil. Also was heißt, es bringt uns eh nichts? Also. Wir können es halt nicht ansehen gerade. Unsere Schlepper- und Helferkapazitäten sind ausgeschöpft. Oh, wo fahren wir jetzt hin? Geht da hinten weiter. Ach, 80%, ja, da komme ich glaube ich mit. Naja, oder wir fahren jetzt wieder die Längsbahn da runter, kann auch sein. So, wo du gerade So. stehst, ist da wieder runterfahren. Ja. Oder? Nee. Oh, Nee, ich denke doch. schon. Doch. Unser Katana ist gleich Ja, dann warte voll. ich hier. Leute, das läuft gerade so super. Ach ja. Wie schon, nee, ich habe es ja noch nicht in der Folge gesagt. Ich glaube, einer der näheren nächsten Investitionen werden ein LKW sein, Lotter. Ich weiß, wir haben zu Anfang LKW gehabt, dann wieder verkauft. Das weiß ich auch schon, Lotter. Das weiß ich doch schon. Aber jetzt wird es natürlich, ich denke mal, sehr, sehr gut sein LKW zu haben.
Auch. Apropos. Ja, kannst du. Apropos LKW. Wir könnten eigentlich mal ausprobieren, ob was mit dem LKW besser geht. Weil theoretisch hat er sogar mehr Leistung. Achso, da hochfahren meinst du jetzt? Ja, generell die Anhänger jetzt. Stimmt. Einen könnte man in deinen LKW hängen. Ja. Wobei der hat wahrscheinlich nicht genug Gewicht auf der Hinterachse. Kann aus. Dadurch fährst du damit wahrscheinlich dann mehr Slalom als andere. Ja. In Folge. Ja, ja. Gar nicht voll. Ja. Ich bin wieder weggefudelt hier. Lässt einfach den Hacker aufbauen. Ah ne, es geht glaube ich. Ja doch, da müsste hinten auch noch eine Kupplung dran sein. Können wir mal kurz gucken, was wir so technischerweise brauchen, Leute. Für den heutigen Tag können wir ja schon das... die Sachen kurz rausgucken. Die würden wir gerne gebrauchen, Leute. Können wir den Mais gleich reintrillen? Kostet 12.000. Komm. Nehmen wir. Haben wir jetzt hier einen Kreis oder was machen wir jetzt hier? Ich hab's gewusst. War ein Kreis. Okay, sagen wir oval. Oval, oval. Weiß gar nicht, warum ich vorne dieses 1,2 Tonnen Gewicht am Achter dran hab. Das war ich auch eigentlich die ganze Zeit. Ich hab das eben irgendwann dran gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau warum. Also selbst für einen Tiefenlocker brauche ich es nicht. Nee, das brauchst du gar nicht bei einem 8R. Von der einen Seite komme ich gar nicht mehr hoch. Ja, da komme ich auch nicht mehr hoch. Ich muss von der anderen Seite rückwärts hochschieben. Aber dafür muss ich auch das Gewicht abmachen, weil der sonst aufsetzt. So, dann schmeißen wir den mal kurz hinten ran. Ach nee. Ach ja, ach ja. Stimmt, es kommt noch was anderes dazu. Aber ich sag mal so... Wir haben ja eine Sattelplatte. Rein vom Prinzip her könnte man sich ja. Ist Feierabend, ich komme nicht mehr hoch. Auch von der anderen Seite nicht? Ja. Ne, gut, ich habe jetzt vorwärts probiert, nicht rückwärts. Achso, ja, ich bin rückwärts hochgefahren. Könnte man sich ja so eine Kippmulde für auf die Sattelplatte kaufen. Wir haben nämlich auch so einen Zweiachser so drauf von Krampe. Leute, es ist ein 942 mittlerweile. Junge, 420 PS. Oh, sie wird Zeit, ne? Was? Für einen größeren Schlepper. Ja. Überholt ja schon unseren Zweitschlepper. Unser Hofschlepper. Jetzt hat er schon unseren Hofschlepper überholt. Oh nein! Genau, Digga. So. Ich habe Schlepper mit über 430 PS an Frontlader. Nee, also ich komme auch rückwärts hoch. Das ist schlecht. Ja, ich setze aber trotzdem, also da ein Häufchen. Oh, bin sogar noch hochgekommen, aber ich glaube, jetzt habe ich ganz zerstört. So. X, was wir einen Frontlader dran machen kann mit der PS-Klasse. Ja, genau. Also, ihr habt das bestimmt nur einen Schlepper, wo hat mehr PS als die 415 PS. Na, der Case, der ist knapp drunter. Ja, eben, sag ich doch. Ja, okay. Sag ich ja. Ja, der Case, der hat genau 396. Stimmt, ja. Das sag ich ja. Wird Zeit aufzurüsten. Ja, ich hab ja gerade gesagt, 9X. Ja, oder 8X. Halt 9X. Ja, wobei eigentlich 9X. Da haben wir noch nichts. Ja. Also, ich meinte, da haben wir nichts für hinterzudenken, was dann Sinn ergibt. Ja, und was kann man ändern? Aber haben wir nochmal ein 8R? Ja, 8X. Haben wir einen auf Raupen und einen halt normal. Ja, toll. Von der PS-Zahl? Ja, von der PS-Zahl her ist der wahrscheinlich schlechter. Ja, kein Unterschied. Also das, wo wir... Ja doch, der ist sogar schlechter. ...nahezu machen würden,
wir rüsten den New Holland gar nicht auf, Leute. Der New Holland geht bis Anfang nächstes Jahr geht er gleich weg. Eintausch vielleicht gegen 1050. Macht dann nachher ja auch wieder 63 km/h, Leute. 500 PS. Dann ist das Genau gut. das war auch gerade meine Idee. Was hältst du von 1050? Ja, wir machen Sortenvielfalt. Wir fahren jetzt mehr John Deere. Ja. Also wir brauchen 500, 5000. Ja, die haben wir ja. Ja. Gut, Immer gut. was Neues. 1050er oder sowas haben wir schon Opfer aufgehabt. 9X haben wir selten gehabt. Das stimmt. Bis noch nie eigentlich. Ich glaube, den hatten wir wirklich noch nicht. Ja. Ja, dann. Gerät aufnehmen und dann kaufen. Ja, das ist ja mal so, ne? Wir haben ja noch Sojabohnen. Der Kredit wird nicht lange stehen. Ja. 33.000. Ja, Ja, gut. gut. Das sind Für auch vier. mal vier. Ja. Auch 120.000. Gut. Gucken wir mal. Noch eine andere Sache. Wann ist denn das zu verkaufen? Gestern war der höchste Preis. Könnten wir eigentlich kurz wegbringen, Leute? So ist es nicht. Wenn es nicht weit weg ist, dann bringen wir es kurz weg, Leute. Ach, das ist ja gleich hier vorne. Ja, dann komm, bringen wir es kurz weg, Leute. Ist ja ein schmaler Taler zum Mitnehmen, Leute. Hey, haben keinen Bock drauf. Was denn? Ich bin voll. Hilfe. Ja, das bist du halt leider Ja, ich hab gerade keine Zeit, war auch Wichtiges zu machen. so bekloppt. Jetzt habt Als ihr. wir die GPS draufgenommen. Jetzt Nee. habt ihr einen neuen X Ah. gekauft, Alter. Er ist locker. Ja, gut, nur. Klar, wir haben keine Maschine, die den ansatzweise auslastet, Ja, aber wir und? haben einen. Ja, hier auf der Karte würde ich das jetzt nicht behaupten. Wir müssen Ach, irgendwann mal mit anfangen, um mit hier. aufzurüsten. Ossi, das ist unser Ja. Siloschlepper. Ja, hopp! Ja, da muss der anfangen. Was bringt es denn, so große Tieflager zu kaufen? Den kann keiner ziehen. Damit Schlepper, der alles ziehen kann. Ja. Nimmst du hier gerade wirklich mit zum Silo? Ja. Achso, Ja, der kommt vielleicht aufs Silo noch okay. drauf. Ja gut, ich sag mal so, der 6R geht auch, aber ich sollte mich beeilen. Rum, 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 rum! Glück war da keine Leitplanke. Ja, da hatte ich Angst vor. Ja gut, okay. Geht nicht? Kann ich. Wie viel PS Gut. hat der jetzt? 670. Gut. Alles klar. Hilfe. Hat natürlich nur die volle Motorausweis, Motorkonfig genommen, gell? Den konnte man doch konfigurieren. Sicher! Ich dachte, den gibt's nur in voll. Oh. Ist gefahren. Ah, geht doch, guck mal. So bin ich auch mal gekommen, dann bin ich wieder schon außer aufgesetzt. Ja, genau so ungefähr. Aber ich setz noch gar nicht auf. Von weiß, was ich spannend finde, dass hinten das Rad einfach. Ah ne, okay, das hört jetzt auf. Bei manchen hatte ich echt das Gefühl, da drehen die Räder einfach weiter. Also, dass die angetrieben sind irgendwie. Ja, gut, manche Wagen haben ja so einen Radantrieb, Ja. Gülfässer oder sowas. Josken macht das jetzt in Ja. Kooperation mit John Deere. Und dir. Na gut. Wir haben ja das E23 Elektro. Oder wie das heißt. Jo. E-Auto Power, so, genau. Nicht E23. Hallo. Ich habe gesagt, entladen sich, bitte. Glaube, ich kippe da jetzt einfach Häufchen hin, dann muss man nämlich nicht mehr so weit hochdrücken, sondern dann kippen Hoppa! wir einfach nur nach vorne vor. Ich schaue, ich glaube, jetzt aber als nächstes Video. Oder so. Das geht auch. Es geht doch.
Super, Leute. Paletten drauf, und dann. So, jetzt können wir unser Case einen Hofschlepper machen. Ja. 400 Verse Hofschlepper. Auf geht's. Jeder Case, dann kann der Case Frontloader? Ja, vielleicht, wenn wir so einen Adapter vorne dran machen, dann kann er so hochheben, wie die Fronthydraulik hebt, aber. Er zählt dann ja vielleicht als Frontlader, oder? Einfach mit so einem. Ah, der Hubmast. Schade, man kann keinen Frontlader ranbauen. Ach, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ihr habt ja noch einen 7R. 6R. Den haben wir noch nicht. Ach, ihr habt ja noch einen 6R, also dann ist ja gut. Ja. Der 7R kommt noch. Kann man einen Frontlader dran bauen? Das, ja, kann man. Na gut, dann ist das hier im Eltern für Hofschlepper. Ossi, weißt du, was wir uns jetzt zur Aufgabe machen in diesem Projekt? Komplette John Deere-Reihe. Okay, dann 1R, 2R, 3R. Das jetzt nicht, aber alles, was halt geht hier. Ich glaube, ab 5R kommen wir. Da ist 5M. Ja, wobei, andersrum gesehen, 5M ist halt so unfassbar unnötig. Ja, 6M ja auch. Ja, das stimmt. 5M, 6M. Okay, die beiden lassen wir aus. Selbst ja, 7810 ist schon läppsch. 7830 auch. Ja, das ja gut, die haben immerhin 200 PS, da kannst du zumindest noch irgendwas mitmachen. Ja, was denn? Nicht viel hier, Alter. Ja. Ja, zumindest mal Anhänger von A nach B ziehen lernen. Ja, geht schwer, Alter. Wie ja, das geht. Ja, Jackie. Nee. Auf der Karte geht es schon eh auf. Ja, 79 bis 30, also ich habe verdammt immer über 300 PS in New Holland und der tut sich schwer mit dem Ladewagen hinten ran. Beim 75, ja, Ladewagen schreibst du ja immer größer, 75, 30. Der hat immerhin 250 PS. Ja, können wir auch 6R behalten. Ja, den behalten wir auch. Achso. Halten tun wir die alle. Wir brauchen später, ist die andere Sache. Wobei zum Mais legen oder sowas reicht auch ein 200 PS Schlepper. Oh. Hä? Ja, wenn ihr eine Legemaschine von 2 Meter nehmt. Oh, oder 3. Wir haben mit dem 6R letzten 6 Meter gelegt. Ja, 6 Meter, was ist denn das? Ja, 2x6 Meter sind auch 12, ne? Haben wir gerade eine ordentliche Sämaschine genommen hier. Steht beim Händler hier. In dem 942. Da geht's richtig ab. Was? Kommst du ja nur mit der niedrigen Arbeitsbreite nicht klar, weil das zu lang dauert. Ja, es muss effizient sein. Und Sprit muss da durchgehen. Gut, meine Freunde, ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt das nächste Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.